Ich muss mich kurz sammeln. Einen Moment, bitte. Einen ganz kurzen Moment, bitte. Bist du jetzt die Einzige ohne Badge? Ach, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, wirklich, danke, dass du mich darauf hinweist. Danke fürs Erinnern. Ich will die Witch. Ich will die Witch. Wow, die Kommentare, dagegen war ich gar nicht. Das Motto heißt, arm, aber sexy. Angelica. Hamilton representing. Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Kostas. Ich bin Melissa. Und herzlich willkommen zu einer neuen Drag Race Germany Folge. Folge war wild. Wir sind schon bei Folge 7. Mhm. Es sind nur noch 6 Queens übrig. Zack, zack. Ja, nicht mehr so viel. Aber bevor wir in die Story reinstarten, gibt es noch 2 Sachen zu verkünden. Als erstes natürlich ein großes Dankeschön für alle, die uns auf Ko-fi und auf Super Thanks unterstützen. Thank you so much. Wir sind jetzt zwar schon halfway in dem Format, aber trotzdem, das ist wirklich mega nice, weil wir damit auch den Cutter finanzieren können und so. Und ihr helft wirklich, dieses Projekt hier umzusetzen. Voll. So, und ich habe auch gehört, ja. Etwas muss passieren. Noch als die Folge online ging, aber ich hatte sie schon fertig gerendert, haben wir die 50 Euro Super Thanks voll gemacht, which ja, means... wir machen diese Twilight Reaction Sache und ich muss zum ersten Mal in meinem Leben Twilight gucken und ja, es wird dann nach Drag Race ein Video dazu kommen. Wir müssen noch überlegen, wie wir es am besten umsetzen, weil ja. Obviously wird das wahrscheinlich rechtmäßig schwierig, but we'll find a way. Also, Wettschulden sind auch Ehrenschulden. Ja, auf jeden Fall. Ich bin richtig ready für Vampir-Teenie-Drama. Aber dann in dem Video bitte auch als Vampir-Cosplay. So, wenn dann full on. Okay, ja. Ich komme als Werwolf. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, laber mir gar nicht weiter vorweg und start mal in die Folge rein. Let's go. Stinksauer bin ich. Nikita. Nikita. Wow. Es wird jetzt urleise werden. Ja. Nikita hat uns ja verlassen und ich fand die Verabschiedung von allen war so süß. Meine Schwestern, bleibt wie ihr seid. Ich bin nicht stinksauer. Ich liebe euch. Uns gehört die Welt. Oh, ne. Nikita! Stinksauer sind wir! Stinksauer, oh, nee! Stinksauer! Ich auch! Ich ja. Vor allem war in der letzten Folge stinksauer. Ja, du warst wirklich stinksauer. Aber ich habe dann auch nochmal auf Social Media geguckt, weil manchmal denkt man sich so, okay, ist nur die eigene Bubble, aber wow, die Kommentare, dagegen war ich gar nicht. Und ich glaube, das war schon moderiert beim Drag Race Channel. Aber ich denke mir auch bei diesen Sachen an die Judges, ich habe das Gefühl, die tun den Queens damit ja auch keinen Gefallen. Überhaupt nicht. Weil die sind ja auch mad, wenn dann ihr Favorite rausfliegt. Ich habe das Gefühl, da spitzt sich das dann immer zu, weißt du? Ja, dann sind sie noch wütender, klar. Obwohl Victoria kann ja auch nichts dafür. Nee. Aber ich habe auch schon gedacht, Mann, diese Folge wird jetzt bestimmt ruhig. Ja. Ich habe auch in den O-Tönen einfach wirklich Nikita vermisst. Ich habe an so vielen Stellen gedacht, hier hätte sie jetzt was Lustiges gesagt. Aber gut für Yvonne. Die hatte sehr viel Screentime. Das stimmt. Das ist jetzt eigentlich Yvonnes Drag Race. Dann gab es Congratulations für Kelly. Alle fanden, dass sie zu Recht gewonnen hat. Und dann gab es diesen kurzen Moment, wo sie gesagt hat, wir sind Top 6. Das ist Top 1, 2, 3, 4. Nein, I'm just joking. Was ist denn das Ding mit Lorelai? Ich versteh's nicht. Also ich denke mir so, ist sie halt off-camera echt so nervig, dass alle sie... Das ist ja schon fast Mobbing eigentlich. Ja, sie hat ja dann noch zurückgerudert und gesagt, nein, nein, nur Spaß, aber... weiß nicht. Loreleis Off-Kommentar klang nicht, als wär's so witzig. Ich weiß ganz genau, dass ich auf dem Radar bin. Lass sie doch. Wenn sie Spitzen verteilen will, lass sie Spitzen verteilen. Spricht nicht für sie. Seltsame Gruppendynamik auf jeden Fall. Was das angeht, schon ein bisschen, ne? Ja, shady. Guten Morgen, Deutschland. Ich hab's gewonnen! Dann hat Kelly noch kurz erklärt, was sie eigentlich mit ihrem Preisgeld machen will. Du hast für den Reisegutschein gewonnen. Weißt du schon, wo es hingeht? Ja. Wohin? Ich weiß. Wohin? Ich besuche meine Familie in Brasilien. Ja, ich war leider seit 8 Jahren nicht mehr zu Hause. Wow. Ich will ihre Familie in Brasilien besuchen, weil sonst keine Kohle da ist. Ist ja auch teuer. Also man kennt alle Leute, die Familie haben, die weit weg wohnt. Man kennt's. Deswegen, ja, richtig süß. Ich wollte gerade sagen, das erste Mal bei RuPaul's Drag Race, weil ich sehe jetzt schon die Kommentare, nein, das war nicht das erste Mal bei XY. Aber dass mal ausgesprochen wurde, was damit gemacht wird, ja. Das fand ich irgendwie cute. Ja. So, jetzt seid ihr dran. Wer hat das noch gemacht, hä? Aus Mangel entsteht Kreativität und billig kann auch sexy sein. Ja, okay. Ihr seid die Künstlerinnen, die aus wenig ganz viel zaubern können. Dann kommen Barbie und Gianni rein. Und ich war bei Barbie erstmal, what a look! Ja, wild. Und auch dieses Mal auf dem Runway. Das war ganz geil, auch mit diesem Face-Harness und so. Zur Mimi-Challenge. Was war die Mimi-Challenge, frage ich mich. Sie haben wie so ein Band-Setup gehabt und dann war es so, ja, ihr seid ja Rockstar-Groupies, aber ihr seid auch die Rockstars. Ja, ich bin eine total rockige Maus. Dann hatten sie 30 Sekunden Zeit, um einfach auszurasten auf der Bühne. Vorher hatten sie was? 5 Minuten Zeit, um sich in Quick-Drag zu schmeißen? Meine Lieben, schnappt euch eure Perücken, legt ein rockiges Rockstar-Make-up auf, denn ihr habt genau 5 Minuten Zeit für ein Rock-Quick-Drag. Ah! Oh.
Ist das wirklich echt hier? Habe ich wirklich nur 5 Minuten gehört. Dann sind Leute auf Keyboards geklettert, haben Mikrofone in der Mitte durchgebrochen und sich auf die Crew geworfen. All that shit. Habe ich nicht so richtig verstanden. Und es war auch so lang. Also ja. Ich weiß auch nicht, ob der Zweck war, RuPaul's Song da zu platzieren. Ich fand, Barbie hat es am Ende ganz gut zusammengefasst. Meine Lieben, das war sehr, sehr, sehr schön. Auch sehr bescheuert. Iconic gestört. Was ich aber mega lustig fand, die wurde ja noch so nach ihren Rockstar-Namen gefragt. Und Kelly hat dann gesagt, Black Shabernack. Und das fand ich schon ein bisschen iconic, weil sie ja bei dieser Tabu-Challenge gesagt hat, Shaba, what? Was soll dieses Wort sein? Das war für mich ein schöner Full-Circle-Moment. Sie hat aber nicht gewonnen. Und damit unser Rockstar-Gruppi ist... Lisa Morke! Sondern Meta hat gewonnen und hat dafür für die folgende Challenge ein paar Sekündchen mehr gewonnen. Denn heute gibt es was für eine Challenge? Eine Construction-Challenge und einen Ball! Ja, ich liebe die Balls! Ich liebe die Balls auch. Sowohl als auch. Sowohl als auch? Oh Mann. Was habe ich verkackt? Nein. Nein, die Balls. Ach, das stimmt. Ah, ja. Nein, wir lassen es genauso. Nein, ich liebe Balls. Ball, ich liebe Balls. Also, sie müssen 3 Looks präsentieren in 3 verschiedenen Kategorien. Das erste ist die dreifache Enthüllung. Nummer 2 war... My Future Self hieß es dann am Ende. Und den 3. Look, Ladies, müsst ihr heute in einer weiteren Construction Challenge auf jeden Fall anfertigen. Das Motto heißt, arm, aber sexy. Arm ist es. Sexy sehen wir dann. Berlin-Style. Dafür haben sie sich in so einer Art Müllhalde... Müllcontainer wiedergefunden. Und dann hat Barbie noch gesagt... Diesen Anblick kennt ihr zu Genüge. Das ist ein klassischer Berliner Secondhand-Laden hinterhof. Den habe ich richtig gefühlt. It's true. Ich sag, wie es ist. Ich habe so viel geilen Scheiße Müll gefunden. Der Kronleuchter, der in meinem Atelier hängt, aus dem Müll. Die besondere Aufgabe beim 3. Look ist eben, dass sie den neu herstellen müssen, deswegen Construction. Und Meta hat jetzt, es ist wieder dieses typische, alle stürzen sich drauf und wer die besten Materialien kriegt, hat Glück und die anderen, da hast du Pech. War irgendwie relativ lustig, weil Leute auch wirklich Dumpster-Dive-mäßig rein sind. Yvonne wurde dann noch so rausgehoben von dem einen Pit-Crew-Member. Wir sind im Workroom, alle sind damit beschäftigt, den finalen Look herzustellen und die Stimmung war tense, ne? Die Stimmung ist angespannt, weil es gibt keinen Safe diesmal. Das ist das erste Mal, dass alle entweder Top oder Bottom sind. Ja, alle waren so richtig fokussiert und alle waren so, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll und das ist wirklich Müll und schwierige Materialien, aber sah auch so aus. Pandora hatte ja auch gesagt, ich glaube, so konzentriert habe ich alles selten erlebt. Dann kam Barbie rein, sie hatte kurz mit Yvonne geredet und ja, also irgendwie haben sie Yvonne ja in dieser Folge diese Storyline gegeben, dass sie wohl denkt, dass sie es schafft. Aber ich fand's schon kritisch. Als die Challenge announced wurde, hat Pandora ja schon gesagt, das ist Yvonnes Challenge. Und sie selber hat ja auch gesagt, das ist genau meine Challenge und voll. So. Aber ich fand auch den gesamten Edit der Folge so seltsam. Man hatte ein bisschen das Gefühl, es hat der Praktikant geschnitten. Sorry, Regie, aber ich war so, okay, der Anfang war so lang, dann haben sich manche Sachen so gezogen. Ja. Dann im Workroom war es super kurz, obwohl diese Construction Challenges, die kann man so geil schneiden, weil die Leute so hart strugglen. Eigentlich schon, man würde da ja richtig gerne sehen, was auch die Schwierigkeiten sind. Ne? Ja. Und oft helfen die sich ja auch gegeneinander, untereinander meine ich. Und auch wie haben sie die Sachen zusammengenäht, geklebt, was auch immer. Man hat gar nichts davon gesehen. Ich fand ein bisschen gemein, dass Barbie gesagt hat. Schatzi, ja. Bist du jetzt die Letzte im Raum, die noch keine Badge hat? Nein, Victoria hat auch keine. Victoria hat auch keine. Bist du jetzt die Einzige ohne Badge? Ach, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, wirklich, danke, dass du mich darauf hinweist. Danke fürs Erinnern. Sie so, nee, Victoria hat auch keine. Ja. Also geil, ey. Und dann aber, so sagt sie. Letzte Woche war ich so an einem Low Point, aber ja, man macht sich halt einfach rein und selber totalen Druck. Dann tut Barbie wieder so oft mitfühlen. Ja, das ist auch eine Tasse. Du hättest das erste gar nicht sagen müssen. Ja. Also bitte. Und so lustig, weil ja die Kategorie war, arm, aber sexy. Und dann kommt Victoria und erzählt das. Mein Look diese Woche wird dieser Latina-Tante, die Geld bekommen hat von einem reichen Mann. Und sie ist einfach übertrieben. War super witzig, dass Barbie gesagt hat, Schatz. Ja. Ich will dir überhaupt nicht reinfuschen, ja. Aber das Thema ist arm, aber sexy. Ja, sie ist innerlich arm. Aber nicht das Outfit. Das Outfit definitiv nicht. It's missing the point. Oh, ich habe eine Idee. Die arme Tante, die einen alten Mann, reichen Mann finden will. So. That's it. Wir sind
sind beim Tag der Entscheidung angelangt. Alle sagen so, ey, ich habe kaum gepennt, ich bin mega am Arsch. Und Yvonne erzählt noch so, ey, ich glaube, meins ist richtig nice geworden. Ich habe Bock zu gewinnen. Dann gibt's noch kurz den obligatorischen Mehrwert-Talk. Kelly spricht nämlich über Ballroom und was Ballroom ist. Ball, Kultur, aber es ist immer noch interessant. Es gibt viele Menschen, die wissen überhaupt nicht, was das ist. Und diese Ballrooms war wirklich die Ort, die als Safe Space für die Queer-Personen, für alle die POC-Queer-Personen. Ich fand das mega cool, weil ich, to be honest, das vorher auch nicht wusste. Ich wusste es vor der Folge, aber es ist noch nicht so lange her, dass ich darüber mehr gelernt habe. Und ich habe tatsächlich viel über die Serie Pose gelernt. Alright, dann würde ich sagen, sollen wir mal in den Runway starten? Category ist dreifache Enthüllung. Und wir starten mit Meta. Das war so clever, gerade mit dem Namen. Also Barbie hat dann auch gesagt so, ey, sie ist so eine Konzept-Queen und ich liebe das ja. Und ich war so, ja, sie ist eine Raupe und sie wird bestimmt ein Schmetterling. Und dann auch, dass sie erzählt hat mit ihrer Depression dazu. Das Ganze ist eine Symbolisierung meiner Depression und dass ich mich so gefühlt habe, als könnte ich nie mehr aus diesem Gefühl rauskommen. Fairerweise muss man sagen, von Kokon zu Schmetterling ist nicht die neueste Idee, ne? Also sehr typisch für eine Transformation-Challenge, aber fand die Looks richtig cool. Und mir hat auch gerade der mittlere Look, was der Kokon war, gut gefallen, weil ja hinten No Way Out stand. Ja. Zu ihrer Geschichte hat es einfach total gut gepasst und sie hat einfach super in dieser Kunst verarbeitet. Vor allem einen Schmetterling zu machen, aber in diesen Graustufen zu bleiben, fand ich, war auch eine mutige Entscheidung, ja. Aber geil, also geil umgesetzt. Dann haben wir als nächstes Yvonne. Living her Y2K Denim Dream. Ich fand sie super cute da drin, auch mit dem Cowboy-Hut. Ja, mir hat der Look auch gefallen. Sah einfach cool aus und am allerbesten hat mir der letzte Reveal gefallen mit der Wig. Ja. Dass da drunter die Cap war, das sah richtig nice aus. So clever. Ja. Ich finde, es ist eine schwierigere Choice. Also wenn das Thema Reveal ist, macht ja die Art des Reveals schon viel aus. Und natürlich, wenn du dein Outfit nur modifizierst, ist es immer ein kleinerer Reveal, als wenn du jetzt ein komplett anderes Outfit darunter hast. Cool. Aber ich fand trotzdem, bei ihr sah es irgendwie cool aus, weil das mit der Wig, das hat man jetzt nicht erwartet. Nee. Und das hat es irgendwie wettgemacht. Unterm Strich eher ein simpler Look, aber sieht cool aus. Voll. Und ich finde auch bei ihr, ich habe das Gefühl, sie hat voll die Kurve nach oben gemacht. Ich bin der Meinung, am Anfang fand ich die Looks immer eher so mittel, aber jetzt... Folienkartoffel? Oh ja. Und jetzt sieht sie aber wirklich viel more polished aus. Toll. She's laying. Dann haben wir als nächstes Pandora. Da habe ich kaum was gesehen. Ich habe gar nicht verstanden, was da passiert ist, weil sie es ja direkt am Anfang auch macht. Also ich weiß nicht, wie viel Zeit da noch war. Sie hat ja erzählt, es war eine Mischung aus Drag Queen und Schlange, dann Schlange und Tänzerin und dann Tänzerin und Drag Queen. Aber ich habe das am Anfang, also man hat das gar nicht gesehen. Ja. Der erste Review war schon sofort vorbei. Ja, aber die machen das ja dreimal. Da kann die Regie auch sagen, mach mal ein bisschen langsamer am Anfang. Eigentlich schon, ja. Ja, aber ist schon geil, ey, wie sie über diesen Runway creept irgendwie. Auf jeden Fall wieder so eine Präsentation, wo man sofort hinguckt, weil man denkt, what the fuck is happening there? Ja. Und sowohl am Anfang, wo sie rüber gekrochen ist, als auch später, wo sie getanzt hat. Also beides waren so besondere Arten der Präsentation, das fand ich cool. Und dann auch noch auf Spitze über den Runway. Das Einzige, was mir bei dem Look nicht ganz so gut gefallen hat, war, dass das Make-up so doll auf die Schlange angepasst war. Und ich fand, nachher hat dieses Grüne voll rausgerissen. Ich hätte da, glaube ich, eher was Neutraleres gewählt, das auch zu Schwarz und der braunen Perücke gepasst hätte. Ja. Aber only my two. Dann haben wir als nächstes Lorelei. Ich liebe ja, wenn das so monochromes Make-up ist. Ich glaube, Detox war so mit einer der ersten Queens, die das gemacht hat. Und ich war so, hä? Ist es ein Filter? What is it? Deswegen ja, so cool. Da fand ich auch nice, dass Diane gesagt hat, also eigentlich ist so, sich schwarz-weiß zu schminken, mega schwierig und eher auch hässlich. Aber bei ihr sah es einfach super schön aus. Auch diese Fleetwood Mac, Stevie Nicks. Sache fand ich voll cute. Ich glaube, viele Leute checken es nicht, weil sie einfach die Albumcover und die Musik nicht kennen. Aber ich fand, war schon cute auf jeden Fall. Ich fand es auch vom Konzept her cool. Wäre es jetzt was gewesen, was ich gekannt hätte, Janet Biedermann zum Beispiel, wäre ich wahrscheinlich ausgerastet. Wenn es orientiert an den Covern ist, macht es schon Sinn, aber ich fand die Outfits an sich irgendwie ein bisschen langweilig. Ja, fand ich auch. Ich finde, die hätte man mehr updragen können. Dann haben wir Victoria. Ich dachte, es wäre auch irgendwas Südamerika, kind of. Und dann sagen sie so, das ist Schweiz. Schweiz und fast nach. Ups, sorry. Aber ich fand's ganz cool. Also die Maske fand ich ganz lustig. Ich fand cool, dass das der Reveal war, weil es nicht direkt am Kostüm war. Und da muss man ihr jetzt auch lassen, dafür, dass wir sie jedes Mal geshadet haben, dass sie Props mitbringt und die nicht benutzt. She understood and learned. Ja, ja. Heute, ja, das war wirklich lustig. Ich fand die Message auch cute, dass sie sagt so, ey, ich wohne hier in der Schweiz und so, aber ich bin auch Brasilianerin und die sind beide Cultures. Und ich fand auch irgendwie süß, dass sie danach den Britney-Look hat, auch wenn das da so ein bisschen gebrochen hat, aber ich finde, es hat zu ihr gepasst, weißt du? Ja. Das wäre eigentlich was gewesen, was richtig gut zu Signature-Drag gepasst hätte in der ersten Folge. Toll. Dann haben wir als nächstes Kelly. Also, Message, mega strong. Mein erster Look repräsentiert Kraft. Wir müssen stark bleiben gegen egal welche Diskriminierung. Mega wichtig. Ich fand's mega gut. Look, ich dachte erst,
es wird so eine Harry Potter Nummer, ganz ehrlich. Dann habe ich gesehen, dass sie die Geste macht und so und dann war es klar, ne? Leider auch crafty. Also hinten die Worte einfach so draufgeschrieben. Mann, dann mach doch einfach ein Stencil, mach dir eine Schablone. Aber was ist es denn, diese Staffel mit dem Draufgeschreibe? Sie hat es perfekt verkauft und hat wirklich diese Bühne genutzt, um eine Message nach außen zu tragen. Und dafür hat sie später ja auch noch super viel Lob bekommen, weil sie das ja sowieso immer wieder macht. Ja. Und es ist mega cool, die Stimme so zu nutzen. Aber der Look an sich hat mich leider gar nicht abgeholt. Ich fand, das sah so messy aus. Mir gefällt die Geschichte so von dem Hass, den sie erfährt, zu dem Schmerz. Ein zweiter Look repräsentiert Schmerz. Der Schmerz, den wir fühlen, wenn wir attackiert werden. Und so, aber ich fand auch da den Look irgendwie, man hat es gar nicht so gut gesehen. Es war halt recht dunkel, es ist nicht doll rausgestochen und dadurch ist es so ein bisschen verloren gegangen. Den Look für die Befreiung fand ich leider auch blöd. Ja. Das sah einfach nur aus wie ein Bettlaken. Fand ich leider auch. Ja, das war die erste Kategorie. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit der zweiten. Category is my future self. Als erstes haben wir Meta. Und Meta kommt einfach raus als, ja, ich fand's so geil. Sie ist einfach Trash Mermaid. Dream. Alle Kommentare dazu einfach perfekt gewählt. Bei meinem Future Self Look wurde die ganze Welt überflutet und da wir unsere Meere so verschmutzt haben, wurden wir zu Hybridwesen. Und diese ganze Story und dass dann am Ende aber die verschmutzten Hybriden trotzdem noch classy as fuck aussehen, because why not? Richtig geil. Wie cinched sie ist. Was ist dieses Korsett? Ich bin richtig so, I'm taking notes for the construction. Wie hat sie es gemacht? Amazing. Und Este hat ja auch gesagt, Badi Adi Adi. Und ich finde auch, also sie hat halt wirklich so diese Figur, um diesen Model-Look zu kreieren. Ja, und das ist einfach geil. Dann haben wir als nächstes Yvonne. Robert Milf. Ich fand's schon lustig. War halt sehr campy so. Also mir hat das Gesicht gut gefallen. Ich fand, das sah wirklich nice geschminkt aus und halt wirklich so, also sie sah aus wie ein Charakter, aber ich fand den Look an sich irgendwie so, Ach, ich fand irgendwie zusammen mit dem Bein und mit diesem Ding hier oben noch, dieser Platte und mit der Hand, ich fand's schon ganz cool. Dann kommt als nächstes Pandora. Ja, sie sieht einfach aus wie aus einem fucking Star Trek Film. Make-up mega geil, Mad Max Realness holt mich sowieso immer ab. Richtig, als wenn sie direkt von der Wasteland-Party kommt. Ich fand schon sehr cool gemacht. Und mir hat einfach auch die Präsentation gefallen, dass sie gesagt hat, es ist Krieg und die Drag Queens werden rekrutiert, an vorderster Front zu kämpfen und sehen dabei einfach super wie immer aus. Das fand ich irgendwie eine coole Storyline. Voll. Die Props, der Fächer und so, schon geil. Sieht schon sick aus auf jeden Fall. Dann haben wir als nächstes Lorelei. Lorelei hat ja so eine ähnliche Storyline wie Meta erzählt. Aber in Ölfleck, ich habe das Make-up gar nicht gefühlt, muss ich sagen. Ich finde das Kleid ganz cool für so diese Ölverschmutzungsgeschichte, hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Wenn du einen Ölfleck hast, hast du ja diesen Regenbogenschimmer oder es hätte noch mehr glänzen müssen, noch eine Latexkomponente oder so irgendwie. Was vielleicht auch ganz cool gewesen wäre, wenn irgendwie so der Übergang zwischen dem Kleid und dem Hals und so. Ich finde, da hätte man noch mehr machen können, weil es nur so zwei einzelne Dreckflecken sind, weißt du? Aber das Kleid trotzdem so abgesondert ist. Obwohl, ich sehe gerade, das ist mir gar nicht aufgefallen damals beim Gucken, sie hat ja hier so Kiemen. Das ist natürlich cool. Das ist mir jetzt tatsächlich erst aufgefallen, aber die Kiemen, geil. Es ist ja durch die Kiemen dann noch so ein bisschen ähnlicher zu der Idee, die auch Meta hatte. Ja, es ist irgendwie blöd, das zu vergleichen, aber ich fand so, weißt du, wenn beide dieses Thema bearbeitet haben, fand ich schon den von Meta krasser. Ja, aber es kommt ja noch jemand, der eine ähnliche Idee hat. Dann haben wir als nächstes Victoria. Eine sehr ähnlichen Idee, aber es gibt mir ein bisschen, wenn du Meta auf Wish bestellst. Vor allem du noch so vor 3 Minuten. Was ist das denn, diese Staffel mit sich immer überall was draufschreiben? Ja! Ich sag ja immer Show, not tell, so, ne? Wenn du es nicht schaffst, das ohne Worte zu machen, dann ist das Kostüm vielleicht nee. Bei der Rave Challenge, da hatte Meta ja auch so eine Silhouette, weißt du, wo die Arme so voll bedeckt waren und die Beine aber in der Mitte alles frei war. Hier ist es ja sehr ähnlich, aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich gerade diesen Part, vielleicht liegt es auch an der aufgemalten Schrift, irgendwie finde ich, das sieht komisch aus. Das ist alles wieder so richtig für mich, I don't get it. Was ist es denn jetzt? Es ist wie dieser messy Lip-Sync letzte Mal. Und ich finde auch, ich habe die ganze Zeit beim Schauen mich gefragt, klebt diese Fischaugenbraue schief? Ja. Irgendwie konnte ich das nicht so richtig, weißt du? Ja, ja. Also, jetzt wie das. Und auch unten die Schuhe machen für mich auch keinen Sinn. Also ich finde, dass sie durchsichtig sind, okay. Man hätte sie auf jeden Fall noch dekorieren können. Ja. Und als nächstes haben wir Kelly. Ja, Big Slay. Die Perücke, was geht ab? Und auch Gold mit ihrem Hautton sieht einfach so sick aus, irgendwie so Superheldin und ich find's richtig geil. Ja, normalerweise hatte sie ganz oft Sachen, die sahen sehr günstig aus, sag ich mal, aber das... Katsing, katsing. Make-up auch geil dazu. Good night for Kelly. Es ist aber ein Bühnenoutfit, man darf nicht direkt von nahen gucken. Ja, fand ich auch. Als diese eine Fahrt, wo sie ganz dicht hochgefahren sind, dachte ich mir, na gut, dieser Mittelteil, aber... Aber Drake ist auch nicht dafür da. Das stimmt. Ich meine, Ru hat doch sogar mal gesagt, er paintet manchmal seine Nägel sogar einfach nur so sloppy, weil so weit sieht man es eh nicht. Ja, voll. Gut, dann geht's jetzt los mit der dritten Kategorie. Category is arm, aber sexy. Als erstes haben wir Meta. Ich fand den Look
mega geil. Ja, ich fand's mega cool. Ich find's, sieht so nice aus. Tatsächlich hätte ich dieses Outfit auch bei jeder anderen Kategorie geglaubt. Also ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt arm, aber sexy ist. Ja. Das wäre vielleicht der einzige Kritikpunkt. Aber ich finde da wiederum, dass sie das hier oben festhält. Weißt du? Ja, ja, ja. Cambia macht. Aber du siehst ja die ganzen Materialien. Was ich mich frage, ist, ob ihr Korsett auch gemacht war. Ja, schwer zu sagen jetzt im Nachhinein. Sie haben ja nichts gezeigt. Weil das macht schon viel für das Outfit, finde ich. Ja, es ist bestimmt erlaubt, dass du deine Silhouette irgendwie anpasst, aber irgendwie auch ein bisschen Cheat. Ja, hattest du nicht letztes Mal auch gesagt, bei der All-Stars-Staffel, dass sie aber viel auch an Schnitten und so schon mitbringen können, was basically schon die halbe Arbeit ist? Voll. Die kleben ja auch immer Krams auf Korsetts drauf. Also, ne, von meiner Warte würde ich sagen, aber es ist natürlich mega geil. Also, dass sie auch diesen Unterbau gemacht hat, unter dem Rock, dass der halt so geil fällt, finde ich cool. Hier wieder die Farbakzente super smart gesetzt, dass man eben dieses Netz um den Kopf hat und dann da aber dieses, was ist das, Knüllplastik, sowohl am Rock als auch eben oben. Nice. Dann haben wir als nächstes Yvonne. Wie hatten sie es genannt? Taschentuch Realness. Ich fand's geil. Wird wahrscheinlich niemand kennen. Cult Party K. Das war so ein Style in Japan, wo es echt so ein bisschen Vintage, Porzellanpuppe, Flohmarkt, chic. Sie sah super aus. Ihr Face war geil, dass sie diese Decke mit hatte. Dieses Headpiece würde ich direkt so tragen. Also mir hat es auch wirklich gut gefallen. Der Reveal war einfach cool, weil es ja wirklich noch so ein bisschen mülliger aussah. Und dann, das war nice. Dann kommt Pandora. Ab ins Berghain, los geht's. Was ich so geil fand bei dem Outfit war, dass die Schleppe wirklich so viel Ringe hatte, dass sie das alles noch da reingemacht hat. Die Schleife sieht nicht sloppy aus und wie oft haben wir bei Drag Race... Oh mein Gott. Schleifengate? Ja, stimmt. Wirklich. Oh mein Gott. It brings back memories, wie oft du ausgerastet bist. Ja, ich hasse einfach sloppy Schleifen bei Drag Race und die gibt's so oft und die nicht. Die stand wie eine Eins, aber ich erwarte nichts anderes von Daddy Pandora. Dann haben wir Lorelei. Boah, aber das ist auch einfach nicht gut. Konnte Meta ihr kein Korsett leihen? Silhouette einfach wack. Ja, es sieht auch irgendwie durch dieses zerknüllte Plastik wirklich ein bisschen trashy aus, leider. Es sieht einfach aus, als hätte eine Person das dran gehalten. Dann so mit Tesa rumgemacht. Ja, ich wusste das. Ich habe diese Cosplay-Challenge bei der Gamescom moderiert und da haben wir genau das gemacht. Wobei ich sagen muss, dass mir die Farbpalette gut gefällt. Ich finde diese hellblonde Perücke mit den roten Enden mega cool und generell das Rot und Blond passt gut. Make-up finde ich auch ganz nice. Also ja, und ganzer Jumpsuit nähen natürlich auch. Ne, schwierig, das kostet viel Zeit und alles. Ich finde ihr Headpiece cool. Ja, man muss es halt wirklich auch immer im Line-Up sehen. Ne? Und ich finde auch, das hatte Este auch gesagt. Ich fand sowieso, Este war ja dieses Mal Guest-Judge. Ich finde, sie hat solide gemacht. Voll. Sie hat auch outgepointet. Ich glaube, die traut sich sehr wenig zu und deswegen kann sie nicht wirklich aus sich herauskommen. Deswegen finde ich es sehr schade. Aber ich muss sie trotzdem loben. Ich mochte den roten Look sehr. Und die Wave. Du willst die Wave. Ja. Ich will die Wig. Ja, ich weiß nicht, woran es liegt, ob es wirklich jetzt diese Sticheleien sind, die immer gegen sie kommen. Vielleicht auch, dass sie sich auch zu Herzen genommen hat, was Meta zu ihr gesagt hat. Ja, du heulst immer rum, nachher slayst du doch. Dass das alles sie irgendwie verunsichert hat. Aber ich finde auch, dass sie so ein bisschen betroffen wirkt. Ist schade. Als wäre der Spaß einfach weg. Man weiß ja nicht, was hinter den Kulissen los ist. Und dann kam Victoria. Club Tropicana. Lustiger Look. Aber wo ist die Müllreferenz? Ich habe am Ende auch nicht verstanden, muss das jetzt eine Müllreferenz sein oder nicht. Ich habe das Gefühl, da haben sich Leute kryptisch ausgedrückt. Bei Pandora, sie meinte ja, das war inspiriert von der Müllabfuhr. Natürlich, weil es auch die Farben der österreichischen Müllabfuhr sehen. Emma 48 Realness. Da wäre ich als Drag Race Fan aus Österreich, wäre ich so, that's my girl und würde bei der Müllabfuhr arbeiten. Ja, voll. True Representation. Ja, ich find's nicht schlecht. Ich find's schon okay. Also diese Kabarett-Tropicana-Fantasy. Sehe ich schon, sie hat nirgendwo irgendwas draufgeschrieben. Das reicht mir ja schon. Ich finde es einfach unfassbar hässlich. Ja, ich finde es auch hässlich. Es gefällt mir einfach gar nicht. Also ich finde diesen Look so... für mich eher irgendwie so kostümig. Und ich finde auch, auf ihrer Zeichnung sah das irgendwie viel cooler aus mit der Pflanze oben drauf. Und das ist so, was ist das, ein Vulkan, aus dem irgendwie... Blätter sprießen? I don't know. Und man muss natürlich sagen, es ist so viel einfacher, mit so einem stretchy, metallic Look zu arbeiten, als zum Beispiel mit einem Satinstoff, der sich einfach nicht dehnt. Oder auch Pelz dehnt sich auch nicht. Also, ne, it's the easy way out. Aber wie gesagt, ich weiß nicht mal, ob es jetzt schlecht umgesetzt ist. Ich find's einfach, beim Personal Taste ist es einfach no. Und dann haben wir Kelly. Kelly kam raus als Bonbon. Und dann gab's Reveal. Ja, weiß nicht. Sehr crafty, ne? Aber irgendwie hat mir der Look trotzdem gefallen. Ich fand die Kurzhaarperücke richtig cool. Ja. Make-up und der Look zusammen, finde ich, sah schon arm, aber sexy aus. Also der Look hat funktioniert. Das war cool. Und ich fand cool, dass man die Du musst mir helfen, weil ich kann es nicht sagen. Okay. Also, ich fand cool, dass man die Luftpolsterfolie direkt gesehen hat. Also da wusste man sofort, was sie genommen hat. Und dass das so als, weißt du, Rock funktioniert hat, fand ich irgendwie cool. Ich bin einfach geschädigt, weil es gibt mir so harte Modeschule.
Gefühle, weil ja. das ganz oft eine Aufgabe ist in der Modeschule, dass du sagst, ey, ihr müsst jetzt auch aus unkonventionellen Materialien ein Kleid machen. Und das wäre so ein richtiger Klassiker. Hier hat sie ja noch das gesagt. Mein arm, aber sexy Outfit kommt mit einer Überraschung und ich möchte Sexiness. Ich möchte auf jeden Fall Body Positivity. Aber das habe ich jetzt nicht ganz so doll darin gesehen, nee. Wie jetzt beim ersten. Ja. Da war es ja wirklich eine Story, die sie aufgebaut hat und jeder Look hat das geschrien. Hier war es eher so, okay, ich bin jetzt die Message Queen, deswegen sage ich das mal noch, dass man das so verkaufen kann, weißt du? Gut, das waren die Looks. Ja, war eigentlich stabil. Kein Tütenunfall oder so. Dann sind wir bei der Bewertung angekommen und die Besonderheit jetzt, es sind nur noch 6 Queens, das heißt, es gibt keine mehr, die safe sind. Du bist entweder top oder bottom. Als erstes darf nach hinten Meta, top und safe und tschüss. Und tschüss. Ja, dann bleiben als weitere Top Queens noch Pandora und Kelly. Pandora. Deine Looks sind einfach insane. Congratulations, mein Schatz, du bist die Gewinnerin diese Woche. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ich hätte es tatsächlich bei Meta auch gesehen. Ich hätte es bei Meta auch gesehen. Ich sag, wie es ist, in meinem Herzen hätte ich es Yvonne gegönnt. Ich denke, dass das heißt, dass ich gewinne. Und Kelly? Fuck it, du bist ja auch die Gewinnerin. Und das habe ich nicht verstanden. Das habe ich auch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Sie haben halt viel darüber geredet, dass sie eben die Message Queen ist. Dann gab es noch einen sehr dramatischen Moment für Gianni, der sich gar nicht mehr zusammenreißen konnte, weil ihn das so mitgenommen hat. Ich muss mich kurz sammeln. Einen Moment bitte. Einen ganz kurzen Moment. Bitte. All good. Aber ich finde, wenn die Aufgabe an sich schon eine Construction ist, dann müssen natürlich auch die Sachen am Ende einfach geil aussehen. Und das fand ich ja. gerade da, wo die Message am stärksten war, waren die Looks am schwächsten. Hätte ich nicht gemacht, ehrlich gesagt. Also ich hätte dann eher gedacht, dass Meta und Pandora gewinnen und sie halt top ist. Ja. Na gut. Na gut. Heißt, wir haben tatsächlich im Bottom Yvonne. Ja. Wo ich mir denke, so, okay. Lorelei sehe ich und Victoria ja, ja. sehe ich sowieso. Ja, ja. Also, aber Barbie hatte auch extra nochmal gesagt. Und das heißt natürlich auch, dass wenn ihr nicht in the top seid, dann seid ihr in the bottom. Was nicht heißt, dass ihr schlecht wart, nur dass es eben nicht für die drei Top-Positionen gereicht hat. Das will ich, dass ihr das im Kopf behaltet. Obviously wusste man schon, dass sie das auch für Yvonne sagt, weil Yvonne ja auch gesagt hat, ja, ich hatte am meisten Spaß ever und yeah. sie sich das halt so gewünscht hat. Ich finde die Kritiken oft weird. Jedes Mal denke ich mir, ein, zwei Sachen sind dabei, die voll stimmen. Also zum Beispiel, was Este über Lorelei gesagt hat, habe ich voll gefühlt. Aber dann hat Gianni zum Beispiel zu Victoria gesagt, trotzdem wünsche ich mir manchmal bei dir in vielen Dingen doch nochmal mehr Leidenschaft, yeah. ob es im Tanzen ist oder auch ob es im Kostüm ist. Dankeschön. Ich würde mir manchmal wünschen, dass die mehr so zum Beispiel an den Outfits jetzt Sachen outpointen. Yeah. Weil Michelle zum Beispiel bei der amerikanischen Version, die hat so ein krasses Auge dafür, ey. Ich gucke das manchmal an und sie pointet zu Sachen aus, denke mir, oh ja. Aber ich glaube auch, Diane könnte auf Englisch wahrscheinlich auch besser ja. Sachen sagen. Das merkst du ja auch, wenn sie manchmal so switcht, weil es nicht mehr geht. Mhm. Dann bist du auch so, ja, true. Die Worte ist dann am Ende ja safe. Heißt, in den Lip-Sync gehen jetzt Lorelei und Victoria. Ich war schon für alles bereit. Ich war auch für alles bereit. Ich war echt so uff. Und ganz ehrlich, dieser Lip-Sync war gar nichts. Lorelei sah aus, als wenn sie eigentlich nach Hause will. Victoria hat wieder 20.000 Sachen rausgeholt, sogar ihr Brustdingsi zwischendrin. Habe ich überhaupt nicht verstanden, was sie damit gemacht hat. At this point, wenn du das vierte Mal im Lip-Sync bist, ist es auch wirklich schwierig, weil du ja alles basically schon gezeigt hast. Wenn du jetzt nicht schon von vornherein weißt, dass du in den Lip-Sync gehen musst und irgendwelche krassen Sachen vorbereiten kannst, wie damals Silky, sodass du jedes Mal was Neues mitbringst, ist es schon auch krass schwierig dann, ne? Dann musst du halt davor besser performen oder früher rausfliegen. Ja. Naja, dann ist sie ja jetzt mal soweit. Oh mein Gott, ja, Gott sei Dank. Victoria geht nach Hause und Barbie sagt noch so, ja, wir lassen mich sehr schwer gehen. Ich so, ach was? Wirklich? Du bist eine tolle Queen und ich bin sicher, die Welt liegt dir zu Füßen. Aber jetzt leider sashay away, mein Schatz. So geht die Folge zu Ende. Ich freue mich auch schon auf die nächste Folge und ich bin so sad, dass Nikita nicht da ist, weil ich glaube, sie hätte geslayed. Ich hoffe, sie lädt trotzdem hoch. Einfach. Ich habe auch schon nicht geguckt, was passiert da? Roast! Oh mein Gott, yes! Yeah. Oh nein, nein, und dann ohne Nikita. Ohne Nikita, oh. Der Roast. Einfach robbed. Deswegen. Robbed. Falls das irgendjemand sehen sollte, der sie kennt oder falls sie es sehen sollte, mach trotzdem Roast. Gut, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Wenn ja, schickt uns gerne ein kleines Trinkgeld oder auch ein großes Trinkgeld. Size Queens hier. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Schreibt uns gerne, wie es bei euch war. Ja, das kommt bei mir, wollte er gerade sagen. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.